Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich habe mir selber ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Ich habe am 19. Dezember 2019 die Grenze von 100.000 Euro investiertem Kapital überschritten. Ich möchte in diesem Video gerne ein wenig die Reise grafisch darstellen, möchte etwas detaillierter darauf eingehen und natürlich auch zeigen, in was ich investiert bin, beziehungsweise ja, wie meine aktuelle Asset Location so aussieht. Wir sehen hier meine Vermögensentwicklung in den letzten 3 Jahren. Ich habe mal alles, was ich so an Tabellen hatte, zusammengefasst zu einer großen, das heißt Aktieninvestitionen, P2P, aber auch meine Schulden, die sind hier auch noch inkludiert. Alles mal zusammengefasst und das ist letztendlich das Ergebnis. Ja, ich habe die 100.000 Euro Vermögen geknackt. Das ist hier oben ganz knapp über der Linie. Es sind 100.500 Euro oder 600 Euro sind es gestern Abend geworden. Und ja, es ist eine schöne Entwicklung, wenn ich zurückdenke. Also das, was wir hier sehen, ist vom Dezember 2016 bis zum Dezember 2019, also bis ganz aktuell bis heute. Und wenn ich an den Dezember 2016 zurückdenke, da war mein Vermögensstand noch negativ. Da hatte ich noch deutlich mehr Schulden, als ich investiert hatte. Ich hatte zwar schon einiges investiert, noch 2015 und auch 2016 eine ganze Menge. Ich habe aber im Dezember 2016 fast alles verkauft, bis auf 3 Positionen. Ich habe, das waren McDonald's, Microsoft und ein MSCI World ETF, und zwar habe ich in den 2 Jahren oder 1,5 Jahre davor alles Mögliche gekauft, was ich irgendwie toll fand, ohne irgendeine Strategie oder irgendwas dahinter zu haben. Und im Dezember 2016 hat das Ganze dann so langsam sich entwickelt oder es hat sich rauskristallisiert, wo ich gern hin möchte, in welche Strategie ich fahren möchte, wie so meine Pläne sein sollten. Und ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe mit 2015, habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich, bevor ich 30 bin, die 100.000 Euro investiert haben möchte. Und jetzt, ja, der 19. Dezember 2019 war es und ich bin gerade mal 27 Jahre alt. Also ich freue mich wirklich, dass ich das geknackt habe. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, Dezember 2016 war ich noch im Minus und der erste große Meilenstein für mich war, dass ich im März, März, April bei plus minus null war. Ich hatte mehr Vermögen, als ich Schulden hatte. Ich war noch nicht komplett raus aus den Schulden, aber ich hatte schon mehr Vermögen. Und ja, so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Ich habe ja das ein oder andere Video dazu gemacht in den letzten Jahren, wie sich so mein Vermögen entwickelt hat. Und das, was ich besonders schön finde, ist, dass scheinbar das, was man immer hört, das Leben ist ein Schneeball, da scheint was dran zu sein, wenn ich schaue, wie langsam das am Anfang quasi ging. Also ich hatte damals das Gefühl, dass es unfassbar schnell ging. Ich habe damals so 700 Euro im Monat Schulden abgebaut und habe zwischen 500 und 1000 Euro investiert, also 2016. Und dann ist das Ganze ein bisschen gekippt, da habe ich ein bisschen mehr Schulden abgebaut und so weiter. Und das hatte ich damals das Gefühl, dass das alles unfassbar schnell ging, da mein Vermögen so in etwa um die 1000 Euro im Monat dann gewachsen ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie klein das eigentlich am Anfang aussieht im Vergleich zu den Zahlen, die jetzt quasi möglich sind oder die ich jetzt erreicht habe, dann scheint schon was dran zu sein an dieser Aussage, das Leben ist ein Schneeball. Okay, so viel zur grafischen Entwicklung. Ich habe das Ganze natürlich noch etwas detaillierter aufgeschlüsselt und zwar nach den Depots und in was ich so investiert bin und so weiter. Und zwar hier fangen wir an. Es sind in Summe 100.626 Euro, die ich aktuelles investiertes Vermögen habe. Hier möchte ich dazu sagen, hier sind keine Cash-Bestände drin. Ich habe auch noch ein bisschen was an Cash, also schon ordentlich was, aber das ist hier nicht drin. Das heißt, hier geht es ausschließlich um meine Vermögenswerte, also das investierte Kapital, was für mich arbeitet. Und zwar der größte Brocken mit 76.000 Euro sind in den, ich sag mal, im Hauptdepot oder in den Hauptdepots. Das ist insbesondere das große Sparplandepot, also das Consorsbank Sparplandepot, wo ich einen Großteil meiner Sparpläne ausführe. Und da gehört aber auch dann DEGIRO und Interactive Brokers dazu. Das sind so die Broker, wo ich überwiegend meine Einmalkäufe tätige. Dann kommt das 0815 Dividendenstrategiedepot, wo ich im Juli habe ich, glaube ich, angefangen, im Juli 17 oder im August 17, da habe ich angefangen, 250 Euro pro Monat zu investieren in dieses Depot. Das hat mich seitdem begleitet. Das sind jetzt 9.384 Euro geworden. Dann habe ich in Bondora, Go & Grow, habe ich 8.917 Euro aktuell investiert.
Bei Mintos habe ich nur noch 4.210 Euro investiert. Da habe ich zwar jetzt schon, das habe ich damals schon gehabt, im Dezember 16 war ich auch schon bei Mintos investiert, das waren immer 4.500 Euro. Allerdings ist da jetzt, sind einige Kredite ausgefallen. Und da glaube ich auch nicht, dass ich die wiederbekomme. Deswegen sind so 290 Euro, die ausgefallen sind. Deswegen nur noch 4.210 Euro. Dann das neue Projekt der Sparplanoffensive. Da sind bis jetzt zwei Sparpläne ausgeführt worden, à 250 Euro. Das sind 494 Euro, die ich da aktuelles Vermögen drin habe. Und dann kommt noch ein Extra-Depot, was ich Anfang des Jahres aufgelegt habe. Das ist ein Depot, wo nur Sparpläne ausgeführt werden, die durch meine Dividenden und anderen, also durch die Erträge durch P2P finanziert werden. Und da sind aktuell 1.170 Euro drin. Da werden diesen Monat aber noch einmal Sparpläne ausgeführt. Das heißt, das wird noch ein kleines bisschen höher. Das heißt, das sind jetzt 12-mal Sparpläne ausgeführt worden. Dort bespare ich meine Coca-Cola und den Spider S&P US Dividend Aristocrats, also der Dividenden-Aristokraten-ETF. In Summe komme ich damit auf 100.000 Euro und 100.626 Euro. Warum nun dieses Ziel der 100.000 Euro bis 30? Als ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber es hieß so, wenn man die 100.000 Euro investiert hat, bis man 30 ist, dann ist man relativ sicher, also in Aktien überwiegend oder in breit gestreuten ETFs, dann kann man, ja, dann könnte es möglich sein, dass man zum Renteneintrittsalter Millionär ist. Also mit 65. Das ist natürlich sehr, sehr theoretisch, aber was liegt da dahinter? Wir können es ja mal ausrechnen. Das heißt, wir hätten 100.000 Euro. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Mal, ich sag mal, 7%. 7% an Rendite über die nächsten Jahre, das ist einfach, ja, ich meine, der amerikanische Aktienmarkt hat über die letzten knapp 100 Jahre gut 10%, der deutsche deutlich weniger, aber ich denke mal, mit 7% kann man schon rechnen und das Ganze mal hoch 35, also wenn man 30 wäre, dann hätte man noch 35 Jahre bis zum Renteneintrittsalter, zumindest nach dem, was ich gerechnet habe, 65, vielleicht, wenn ich in Rente gehe, sind es eher 75, aber damit würde man kommen auf ein Vermögen von 1.067.658 Euro. Und ja, damit wäre man quasi zum Renteneintrittsalter Millionär, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr. Natürlich, das ist sehr theoretisch, da ist jetzt keine Inflation, keine Steuern, keine Gebühren berücksichtigt, wobei Gebühren sollte es beim einfach nur laufen lassen nicht wirklich geben, aber zumindest Steuern und die Inflation ist nicht reingerechnet, wobei ich halt auch nur mit 7% gerechnet habe. Wie dem auch sei, deswegen war früher mal so mein erstes großes Ziel, bis ich 30 bin, möchte ich gerne die 100.000 Euro investiert haben. Geht's weiter? Wie sieht die Vermögensaufteilung aus? Na gut, das wird hier schon relativ schnell klar. Ich habe in Aktien und ETFs gut 87% meines Vermögens investiert und ca. 13% in P2P. Da finde ich P2Ps noch ein kleines bisschen zu hochgewichtet, da wenn das sich so langfristig auf 90, 10 oder 95, 5 ausgeht, wäre ich auch vollkommen zufrieden. Ich denke auch hier, dass gerade das Geld, was bei Bondora Go & Crow ist, da kann ich ja relativ schnell drüber verfügen. Das heißt, wenn jetzt ein gutes Angebot kommt an der Börse, dann würde ich das Geld da auch umschichten, hätte ich kein Problem mit. Allerdings gerade sind die Kurse halt alle nicht ganz so einladend, von daher lasse ich das Geld dort so lange erstmal liegen. Kommen wir nur noch dazu, wie sieht das Ganze mit der Aufteilung aus von den Aktien? Also P2P ist klar, da liegt überwiegend das Geld bei Bondora und der Rest bei Mintos. Bei den Aktien ist es so, dass das auf verschiedene Depots aufgeteilt ist. Im Overall betrachtet muss man sagen, sieht es so aus, dass ich ca. 74% meines Kapitals, was in Aktien liegt, liegt in amerikanischen Aktien, also in US-Werten. 8% habe ich in Deutschland investiert, 2% in der Schweiz, 13% im Vereinigten Königreich und 3% in den Niederlanden. Ja, das ist die Gesamtvermögensaufstellung, wie ich aktuell aufgestellt bin, wie die ersten 100.000 investiert sind. Ich muss zugeben, dass es jetzt alles in allem doch ein klein wenig schneller ging, als ich dachte. Das liegt aber natürlich auch daran, dass dieses Jahr an der Börse unfassbar gut war, dass ich unfassbar viel Rückenwind hatte. Letztendlich über den gesamten Zeitraum, das Jahr 2017, 2018 und 2019 waren unfassbar gute Börsenjahre. Ich glaube, ich habe allein in diesem Jahr 8.000, 9.000 Euro vielleicht auch 10.000 Euro, ich weiß es nicht genau, an Kursgewinnen erzielt. Von daher hatte ich natürlich ordentlich Rückenwind. Daher kommt auch so ein kleines bisschen der Schneeball zustande, nehme ich zumindest an.
Aber ich wäre froh, wenn es so weitergehen würde und wenn es vielleicht in ein, zwei Jahren und diese Kurve hier weiter steigt. Ich meine, man kann sich ja so ein kleines bisschen vorstellen. Das ist, also es geht erstmal nicht linear, sondern es geht schon so ein kleines bisschen exponentiell. Also vielleicht, ja, ist das erst der Anfang und das Ganze geht jetzt so richtig los. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wie dem auch sei, der erste Meilenstein, der erste wirklich große Meilenstein, die ersten 100.000 Euro sind erreicht. Ich freue mich. Ich werde natürlich auch weiter darüber berichten, wie lange es dauert bis zu den 200.000. Mal gucken. Also man könnte sagen, von März 2017 bis jetzt sind quasi 33 Monate, würde ich meinen. 33 Monate haben die ersten 100.000 gedauert. Mal gucken, wie lange die zweiten 100.000 dauert. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.